Ja, guten Abend, liebe Zuschauer von Twitch und YouTube in der Zukunft und herzlich willkommen zurück zu Zenith. Wie immer stream ich das auf dem Akadari-Town-Channel, ja. Seit dem letzten Mal habe ich zumindest ein Level abgemacht und auch ein bisschen gekocht. Ich habe bei dem da unten eine neue Kochquest gekriegt und sie direkt abgeschlossen. Seitdem kann ich mir die verbesserten Nudeln machen. Ich kann jetzt aus Basilikum und diesen Nudeln diese hier herstellen. Die geben mir vorübergehend 200 Max HP zusätzlich. Nur zusätzlich, sie heilen nicht. Ja, und ich habe ein bisschen Ausrüstung hier gebessert. Ich könnte mir sogar noch eins herstellen, was ich gleich auch machen werde. Aber erstmal, das habe ich noch nicht getan, ist die Basilikum-Quest bei dem Heini abgeben. Ich versuche mir übrigens ab sofort vorzunehmen, weil ich das im Nachhinein gemerkt habe, nicht zu reden, während ich mal kurz das Headset vom Kopf nehme, weil irgendwie ist dann das Audio von mir ganz komisch. Ja, danke. Danke für diese wunderschönen Basilikum-Nudeln. Der ist gerade buggy. Okay, wir lassen ihn mal Brim sein. Was ich auch endlich hinbekommen habe, ist die Gilde zu erstellen. Ja, jetzt gibt's die Gilde Gamer-Tiere. Und eventuell lade ich da auch Leute zu ein, aber die Voraussetzung, die erfüllen, ist Deutsch. Ihr müsst Deutsch sprechen. Dann dürft ihr beitreten. Und ich muss den Controller kalibrieren, sehe ich jetzt schon. Gib mir einen Moment. So, hab mich jetzt in-game auch wieder gemutet. Weiß gar nicht, warum ich gerade überhaupt entmutet wurde. Aber hier ist ja zum Glück gerade eh keiner in dieser Stadt hier. Wie gesagt, wir lassen Brim mal Brim sein. Karte. Und machen den Fast-Travel hier rüber. So, ich bin bereit. Aber vorher, bevor wir jetzt irgendwohin auswandern. Ja, danke. Ah, guck mal, ich stehe sogar direkt richtig. Für Level 7er. Ich würde mal sagen, die Beine. Von denen habe ich nämlich keine guten. Zum einen auch, damit ihr mal seht. Ich muss sowieso mal herstellen, aber offenbar muss ich das an der hier unbedingt machen. Das ist nämlich die nächste Mission. Ich habe die eine aus Versehen abgeschlossen, die Story-Mission. So, jetzt seht ihr mal, wie nämlich was hergestellt wird. Das habe ich nämlich einmal gemacht. Man nimmt diese Kugeln und schiebt sie da rein. Und dann wird daraus Kleidung. Außer ihr baut so Bockmist wie ich. Und babadaba! Schon habt ihr ein paar Beine gemacht, die wir auch direkt anlegen. Ach ja, im Übrigen, ich habe das im Nachhinein noch getestet. Die Kisten, die aktualisieren sich tatsächlich jeden Tag. Ich habe gerade nur mal eben kurz die Brille sauber gemacht. Da war irgendwie ein Fleck, der mich genervt hat. Hallo. Achso, nein, danke. Das kann ich sogar direkt beweisen. Nee. Indem ich jetzt mal eben kurz hier oben drauf kletter. Ich wollte klettern. Ach komm, dann gehe ich halt so dahin. Ich warte nur, dass sich meine Ausdauer regeneriert. So. Weil da oben war ja zum Beispiel auch eine Kiste, was wir direkt im ersten Stream, glaube ich, sogar gesehen haben. So. Jetzt könnt ihr hier schon auf der Karte sehen, dass da oben jetzt eine neue Kiste ist.
Danke. So, einfach damit ihr das auch mal seht. Seht ihr, hinter dem ist jetzt die Kiste nämlich wieder da. Ich weiß nicht, wie ich ihn gerade gewonnen habe. Und das Schöne ist halt, Geilo, da kriegt ihr halt gutes Zeug immer raus. Ist das eine bessere Klinge, als die ich jetzt schon habe? Level 5. Die ist besser als die linke. Nehme ich. Das war nicht geplant, aber danke. Und was man halt auch machen kann, wenn man sich unbedingt hier diese Rüstungen erfahren will, die man sich machen kann, ist diese Events da unten zu machen. Wie zum Beispiel das da. Da kriegt man dann dieses Spark ohne Ende. Ich war gerade nur auf meine Ausdauer. Ich will nämlich ein bisschen fliegen. Hallo. Bin ich geschrumpft? Ah. Gearing up. Was ist denn meine momentane Main Quest? Ich muss mal gucken. Main Story, The Valley of Death. Ach so, da hinten soll ich hin. Ja, da findet gerade irgendwie fast alles von mir statt, ne? Lucky Pendos, wo ist denn das? Warte mal, ich will mal die Quest machen. Und das hier machen wir mal weg. Genauso wie das. The Statue Resting on a Root. Das habe ich nämlich noch nicht gemacht. Wo wäre das denn? Der wollte irgendwas von mir, aber das ist mir egal. Kann auch sein, dass er sich gerade eigentlich beschwert hat. Weil ich ihm den Kill geklaut habe. Ich habe keine Ahnung, wie man als Magier kämpft, ne? On a Root. Das Event könnte ich jetzt beispielsweise mal easy eben kurz machen, weil ich kill ja eh alles One-Hit. Außer es bricht natürlich genau in dem Moment ab. Perfekt. Ich warte jetzt keine Minute hier, damit ein Event startet. Eventuell am Ende der Folge, beziehungsweise des Streams kann ich es machen. Sagen, was willst du? Wo könnte die Statue sitzen? Hi, hi, Herr Berserker. Ja, du bist keine Gefahr. Vielleicht da oben? Ich muss mal kurz Ausdauer tanken. Ab nach oben. Wo ich eigentlich gar nicht hin sollte. Aber egal. Da ist die Statue. Ah, ich hatte versucht, das Ding zu greifen. Ich habe noch einen zweiten Versuch. Nachdem ich die Kiste mir geholt habe.
Ah, okay, ich nehme das Silphethorn, das kriege ich fast durchgehend. Nehme ich die beiden. So, dann versuchen wir es mal zu greifen. Hab's. Irgendwann erfahre ich, wofür die gut sind. So, und da unten ist noch irgendwas. Und gelandet. Hier ist eine Quest. Oh, das macht meine Stamina höher, wenn ich die Quest von der da mache. Was ist das denn für eine Quest? Keine Ahnung wie, aber ich habe sie schon geschafft. Ja, jetzt habe ich sie geschafft. Jetzt hat er es angenommen. Ah, mit den Tiers, damit erhöhe ich meine Stamina. Ah. Jetzt weiß ich wenigstens, wofür die gut sind. Okay. Dann kann ich ja weiterziehen in die ewigen Weiten. Aus. Ich hätte vielleicht auch mal auf mein Leben gucken sollen. So, neues Gebiet. Diesmal sollte ich auch überleben können. Ich bin bereit für euch. Ja, da sollte ich hin. Hallo Mika. Ready to work? Okay. Get out there, Agent. Scout von der Tower. Oh, ich soll von dem... Hey, over here. Dem Tower aus gucken. Ich schaff das noch. Ach so. Jetzt muss ich da hinten hin. Okay. Lass mich kurz an der Nase kratzen. Entschuldigung. Bin ich denn behindert? Abkürzung. Also wenn man muss, schon leicht, wenn wir es können. Ich weiß nicht, warum ich gerade so weggepusht wurde. Ich nehme die beiden Sachen mal. Okay. Hier direkt unter mir soll eine Kiste sein. Ist das denn noch wahr? Ja, hier im Wasser wahrscheinlich. Doch nicht. Da-dum. 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 Nein, lass wieder mal. Ich one-hitte selbst die. Okay. Ich bin ein bisschen zu stark jetzt. Ich habe nur einmal die Waffen geboostet. Und das hier mit dem ganzen Dust, das ich hatte. Und schon mache ich so einen großen Unterschied. Nein, so tragen wir unser Messer nicht. Nein. Ach, ist das schön, wenn man Damage austeilt. Und ich selber ist der, der Damage frisst. So ein schöner Unterschied.
Oh, ich sehe ein Tier. Die hole ich. Die muss ich holen. Ich brauche das nächste Ausdauer-Upgrade. Jetzt habe ich 5. Und noch eine Kiste. Ja. Spiel durchgespielt. Oh, sind nur 2 Sachen. Okay. Aber was ist denn heute los, dass ich mich so sehr an der Nase kratzen muss? Okay, hier ist nix. Habe wohl nicht gedacht, dass man hier hingeht. Dich hat man auch da unten vergessen, ne? Bist da runtergefallen und niemand hat dir rausgeholfen. Ach, der Windmühle ist doch bestimmt auch ein Tier. Da ist auf jeden Fall eine Kiste. Komm. Ja, den bin ich geschafft. Die Kiste hole ich mir. Als ob ich eine Kiste zurücklasse. Oh, wieder nur 2 Sachen. Da oben ist keine Tier. Hallo? Was sehen wir denn von hier? Nervy Vintage Point. Jetzt muss ich darüber. Ich will erst gucken. Liegt hier noch irgendwas? Was irgendwie von Belang ist? Nö. Ach, diesen Effekt, den mag ich. Der macht so schön Schaden. Beziehungsweise der verhindert, dass ich Schaden kassiere. Ey, das Werfen, das ralle ich manchmal nicht, ne? Oh, ich sehe was. Ich sehe was Schönes. Ich hoffe, ich komme dran. Komm. Wie soll ich das denn machen? Ja, nein. Mein Verzweiflungsakt, dieses Ding mitzunehmen. Nein! Lol. Ich hab's! Ich bin auf den Ding da gelandet. Auch interessant. So, jetzt aber zum Vintage Point. Nachdem ich diese Orangen geholt habe, die sehen so saftig aus. Hab sie. Ich kann doch so wunderschöne Orangen nicht zurücklassen. Das wird ja wohl jeder verstehen. Aber. Apropos Orangen. So, da sollte ich eigentlich easy drankommen, oder? Wurde ich hier nicht beim letzten Mal zerlegt? Ich muss da ganz oben drauf klettern. Aber erst. Wie lang mein Arm reicht, ne? Unglaublich. Goku Gadgetto Arm. So, jetzt muss ich hier drauf klettern. Jetzt nun ein Kampf. Ich bin bereit. Komplett zerlegt. Hallo? Ah, jetzt soll ich zu Mika.
Zu den Dörfern muss ich so oder so wahrscheinlich noch. Warte mal. Ich will es nur gucken. Habe ich hier jetzt einen... Nee, ich habe keinen Fast Travel Point. Schade. Frag mich, wo die generell sind. Weil es ist schon ein bisschen nervig, wenn ich von dort hinten immer hier rüberlatschen muss. Irgendwo in diesem Graben ist doch safe auch eine Tier. Ich habe die Waffe nur draußen, falls der da mich gleich angreifen will. Ich habe mich durchgegraben. 40er Level, wie jetzt? Die sind Level 40 jetzt? Nein, danke. Ich lebe gerne weiter. Oh. Die beiden Sachen kriegt man beschissen. Ich wollte nicht die Nudeln. Ich wollte das. Seid ihr wirklich Level 40? Nee. Ich gehe mal, bevor die mich umbringen, ne? Oh, da ist eine Crafting-Station. Ich frag mich, was man hier craften kann. Hier kann ich den Level 10 Kram basteln. Aus den Masken! Und wieder mit Spark. Hey! Aua, was fällt dir ein? Ich kann gerade nicht. Tja, jetzt kommst du nicht mehr an mich ran, ne? Da haut er ab. Ich müsste auch mal zum Koch noch mal zurück. Hey, over here. Ja, wenn du solo bist, kämpfe ich gerne gegen dich. Aber nicht gegen zwei von euch, das zerlegt mich. Und dann muss ich den ganzen Weg nochmal laufen. Das will ich nicht. Let's get down to business. Roger. Remain vigilant. Ah, jetzt habe ich den Fast Travel hier. Na gut, dann kann ich ja eben kurz... Ich hab die doch schon alle. Greetings, Agent. Get it done, Agent. Oh, jetzt soll ich hier alles kaputt machen. Ein Moment, ich will erstmal die Nebenquest da hinten abgeben. Ah, ich finde es schön, dass ich jetzt hier eine Schnellreise freigeschaltet habe. Ich grüße übrigens gerade alle, die da am Lurken sind. Ich habe gesehen, dass da einige dazugekommen sind. Weil ich gerade mal kurz drauf geguckt habe. So, erstmal gebe ich bei dir jetzt die Nebenquest ab. Falls ich es endlich darf. Ach, jetzt zählt es auf einmal. Okay. Gerade eben hat es nicht gezählt. Du hast da was an deiner Wand kaputt. Die andere Nebenquest, die gebe ich dann nach dem Stream ab. Die mit den Statuen. Weil das war jetzt, glaube ich, nur so 100 Geld, das ich dadurch kriege. Mich würde eigentlich auch mal interessieren, wie man Zeug verschrotten kann. Weil irgendwie soll das gehen. Ich habe ja sogar hier in dem Menü dieses Das-Symbol, aber keine Ahnung, wie ich das nutze. Ah, jetzt geht's. Letztes Mal ging's nicht. Okay. Kriege ich dafür was? Ja, dafür kriege ich das. Und damit kann ich halt mein Zeug verbessern.
Warum das jetzt ging und beim letzten Mal nicht? Ach, die Standardwaffen, die kann man nicht wegwerfen. Jetzt verstehe ich. Deswegen ging das nicht. Aber ich habe jetzt irre viel Enhancement Dust. Ist das mein Balken, den ich da die ganze Zeit sehe? Was willst du von mir? Ich habe den Ingame-Chat extra aus. Damit ich hier nicht die Leute verwirre und sie mich nicht verwirren. Ich glaube, es ist schlau, wenn ich doch noch mal eben kurz zur Stadt gehe. Nicht böse sein, aber ich will eben kurz das Enhancement das eben ausnutzen, wenn ich schon so über 50 davon habe. By the way, für die, die das System hier mit VR und Chat nicht kennen, wenn ihr hier in den Chat bei Twitch schreibt, dann kriege ich den die Nachricht hier direkt vor mir hin. Ist auch mal schön, wenn ich das hier so mache, dann seht ihr das halt auch mal. Hier die Waffe habe ich zum Beispiel dreimal verbessert. Geht man einfach hin, macht einmal, kostet Geld und dann hat man eine stärkere Waffe. Wie viel Sinn habe ich denn? 2700. So, meine Rüstung bessere ich auch mal eben kurz auf. So, und kann ich noch ein Rüstungsteil aufwerten? Nein, genau drei das fehlen fürs nächste. So, jetzt können wir uns wieder in die Schlacht stürzen. Wieso gucke ich immer erst die Wand an? So, da, da und da muss ich hin. Und natürlich hier Tiers sammeln. Das ist immer wichtig. Seht ihr, was für einen krassen Unterschied das macht? Wenn man die Waffen einmal aufbessert. Wo ist hier jetzt eigentlich die Kiste? Die soll doch hier genau vor mir sein. Ist sie hier oben? Hallo, Kisti, wo bist du? Hab keine Angst vor mir. Wir könnten sehr gute Freunde werden. Ich weiß nicht, wie ich mich gerade weggehetet habe. Da ist schon mal ein Stein. Einstein, gleich Kleinstein. Ich hau dich kaputt. Okay, einen Stein kaputt. Bist du ein Exalt? Bist du ein Enforcer? Ich hatte eigentlich vor, ihnen diesen Zeiteffekt zu geben. Den Gunner muss ich umnieten. Und da oben ist auch ein weiterer Stein. Ah, jetzt hat sich aktiviert. Ah, danke. So, da ist wieder ein Stein. Der ist noch nicht kaputt. Ich kann halt nicht wie ein Bekloppter draufprügeln, ne? Da mache ich weniger Schaden an den Ding und dann dauert es noch länger. Okay, einer weg. Verreck! So, den haben wir halt auch aus dem Leben gekickt. Ja, ich weiß, ich guck wieder nicht Richtung Kamera, danke. Ah, so, jetzt brauche ich nur noch diese Gunner und dann müssen wir diese drei Orte finden. Warte mal.
Windmühle, Homestead, Wait and Watermill. Das müssen wir dann abklappern. Und es kann einen Moment dauern dann. Weil die waren nicht gerade nebeneinander, soweit ich das gesehen habe. Ich glaube, die Gunner kann ich ignorieren. Ich werde die so oder so auf dem Weg finden. Also ich muss sie jetzt nicht gezielt suchen. Wollte gerade sagen, brauchst nicht abhauen. Hallo? Danke. Die Masken brauche ich eh. Ich soll auf die Windmühle klettern oder wie? Ich hab Höhenangst. Spiel. Na gut. Ich muss echt da hochklettern. Nein. Ich habe ein Problem. Ich habe das Event gestartet. Ich habe ein Problem. Ich brauche das. Ich habe aus Versehen ein Event gestartet. So, kurze Event-Erklärung. Ich muss die Gegner killen und jedes Mal, wenn ich einen kill, führt sich diese Leiste. Und wenn ich die voll habe, dann kriege ich was dafür. Ja, jetzt bin ich ja eh gezwungen, das Event zu machen. Sonst komme ich hier nie zur Ruhe. Hallo? Bleib hier. Ich hab dich gesehen aus dem Augenwinkel. Aua? Na gut, dich muss ich eh töten. Jetzt nimm's an. Danke. Hälfte habe ich. Eine Minute habe ich noch. Schaffe ich es? Eigentlich müsste ich... Gruppenkills machen, wollte ich sagen. Nope, das Event schaffe ich nicht. Bin ich noch zu schwach für. Was ist denn am nächsten? Weil ich muss den ganzen Weg nochmal laufen. Die Windmühle. Okay, ich versuche jetzt mal den Kampf zu vermeiden und mich nur darauf zu konzentrieren. So, Gegner ignorieren. Ich will nur da oben drauf. Von hier sollte ich am besten hochklettern können. Ich habe mich in die Decke rein teleportiert. Ich bin noch nicht hoch genug. Ey, komm, jetzt bin ich aber oben drauf. Oder musste ich genau da rein? Oh, ich glaube, da ist irgendwas drin, was ich eigentlich angucken musste. Kann das sein? Ich habe die Aufgabe falsch verstanden. Ich dachte, ich muss gerade wie gerade eben so einmal so Ausschau halten. Ups. Na gut, da wäre ich aber auch nicht an dem Event vorbeigekommen, hätte ich das so gemacht. By the way, wenn ihr die Tiers seht, im Gegensatz zu mir, schreibt das direkt bitte. Es kann gut sein, dass ich die ein oder andere übersehe. Okay. Ich will doch nur die Orangen. Ich weiß, das sind deine, aber meine Familie braucht sie mehr. Die verhungern momentan. Wir haben einen riesigen Orangenengpass bei uns, versteh das doch. Ist hier eine Kiste? Komm, wir verschwinden von dieser Map. Da hinten soll man übrigens eigentlich gar nicht hin. Da ist eine Kiste. Und da ist das Zeug, was ich untersuchen soll. Da innen drin? Oder hinter dem Haus? Hinterm Haus! Kisten werden immer mitgenommen. Das nehme ich mit und das nehme ich mit. Weil das kann ich mir selber machen.
Fürs Dancing Spark muss ich halt immer so Events machen, anders kriegt man die nicht. Die sind besser als meine jetzigen. Die sind beschissener. So. Ich kann dir die Boots noch verschrotten. Aus. Oh, mein Wurfangriff hat sich verbessert. Ja, ist ja gut. Ich werde immer besser. Okay. Dann jetzt nur noch da hinten. Das Gebäude sieht so aus, als ob da oben drauf vielleicht ein Tier ist. Also gehe ich mal kurz gucken. Gucken schadet ja nicht. Ich lag richtig. Das war so verdächtig halt, dass hier in der Nähe keine Tier war. Da habe ich einfach auf dem Gebäude vermutet. Und ich lag richtig. Es war wirklich nur eine Vermutung. Ich wusste es nicht. Oh, das Gleiten ist so cool. Hätte ich keine Höhenangst, wäre es noch schöner. Bei den Ziplinen, da könnte ich mich fast jedes Mal übergeben. So, Real Talk. Ein bisschen. Wie gut ich mit einem zurechtkomme. Oh, Kiste. Kiste. Nein! Unterwasserkiste? Nö. Irgendwo im Haus wahrscheinlich. Erstmal das Wichtigste zuerst. Ist da eine Kiste? Ja. Das nehme ich und das Dust. Silphetoren kriegt man halt fast an jeder Ecke. Warum laufe ich in die Wand? Oh, ich sehe was. So, das versuchen wir jetzt mal so zu kriegen, wie es vom Spiel vorgesehen ist. Nämlich so unten herkrabbeln. Gleich habe ich dich. Ja. Wieder eine Tierbär. Ja. Gleich habe ich wieder ein Stamina-Update. Update. Upgrade. Mann. Ne, wir haben ein Update, Leute. Eindeutig. Hat der Second Watchtower? Ich soll da hoch. Ist das der erste oder? Ich muss mich wieder an der Nase kratzen. Oh, hier ist eine Kiste. Wahrscheinlich unten drunter, oder? Nee. Oben drauf vielleicht. Ja, ich komme ja schon. Siehst du nicht, wie schnell ich kletter? Oh, du hast aber viele Questen. Complete. Okay. Guck ich mir gleich an. Oh, eine Fliegequest mit 7000 XP. Und Exiles umnieten. Gleitruf Ring A. Ring 1 und dann durch Ring 2. Wo ist denn überhaupt Ring 1? Ach, da! Okay. Dann machen wir erst die Fliegequest. Ich muss gleiten. Anders zählt es nicht. Es gibt aber zum Glück kein Zeitlimit dafür. Okay, los geht's. Komm, da kann ich gleich einen Zwischenstopp machen. Okay.
Okay, erstmal wieder ein bisschen Ausdauer tanken. Und dann weiterfliegen. So, jetzt. Da werde ich zum Glück nach oben gepusht. Ich schaff das. Komm. Nein, ich komme nicht hoch genug. Eventuell, wenn ich reinspringe und dann nochmal so ein bisschen nach oben gepusht werde. Ja, komm, komm. Ja, es hat gereicht. Hui. Oh Gott, da oben drauf. Okay. Kurz Mana. Ach, Mana. Ausdauer tanken, Mann. Deutsche Aussprache. Ich werde sowas von runterknallen. Ich hab's geschafft. Ich würde nur gern sicher landen. Was ist der Stein da oben eigentlich? Den habe ich mir gar nicht angeguckt. Da sind immer so schöne Informationen drin. Was willst du von dir geben? Anyone would do it to protect their family, wouldn't they? I don't know anything about leading an army, but if it's what the people want, if it's what's best for everyone, I will do the best that I can. Okay. Immer eine interessante Hintergrundgeschichte. First Exile Leader defeated. Discover the farmer's fate. Da hinten. Was ist das überhaupt für ein X in der Luft? Ist das eine Windmühle? Ich glaube, das ist eine Windmühle eigentlich. Ich weiß, dass da hinten zwei Kisten sind. Und die gönne ich mir auch. Zuerst die. Die beiden. Ja, scheiße, er war ein Dancing Spark, das hätte ich eher nehmen sollen. Und hier war letztes Mal noch eine Kiste. Oh, das Gleiten ist immer noch das Beste vom Spiel. Ich schaue mich mal von oben um. Da soll ich hin. Ich gleite voran. Ah, das Schicksal vom Farmer war wohl nicht so gut. Die hätten einen anderen Job wählen sollen. Ich hab's Billy gesagt, aber... Ja, er dachte, hier auf dem Land, da wäre es schön. Tja. Könntest du bitte nicht in mir drinstehen? Danke. Na toll, jetzt muss ich zwei von denen bekämpfen. Ey, komm, der braucht nur noch einen Treffer. So, jetzt du. Besiegt. Jetzt muss ich nur noch das hier angucken. Tja. Second Exile Leader defeated. Ja, Jonny, GZ, ne? Hab gewonnen. Ja. Hätte Farmer Billy nur auf mich gehört und nicht hier eine Farm eröffnet.
Dann hätte ich auch nicht seine Vasen kaputt machen müssen. Oh! Das ist nett. Ich wusste gar nicht, dass die auch in Gebäuden sein können. Ey, wo ich überall alles suchen muss. So, und ich habe auf der Karte gesehen, hier ist noch eine Kiste. Hallo? Ich sag, hier ist eine Kiste. Werde ich geprankt? Hallo? Also die Kiste, die sehe ich. Und ich sehe noch was anderes Schönes. Komm, einfach am Kabel festhalten. Hätte ja klappen können, ne? Ach, am Kabel kann ich mich nicht festhalten. Oh. Ich brauchte nur noch die eine Tier. Dann habe ich mehr Ausdauer. Hab sie. Was ist denn das für eine traurige Kiste? Da war nur ein Item drin. Die traurigste Kiste, die ich je hatte. So, apropos Kiste. Wo ist jetzt die hier? Tatsächlich unter Wasser. Ich werde wirklich geprankt. Das und das. Finde schade, dass man immer nur zwei Sachen mitnehmen kann. So, du bist der zweite Leader, ne? Oder? Hallo? Ich stoche dir im Arsch rum. Ich prüfe auf Hämorrhoiden. Ja, sieht ganz schlimm aus für dich. Ich glaube, den Kampf würde ich nicht schaffen. Ich hau mal lieber ab. Nee. Gegen zwei Shooter, das schaffe ich nicht alleine. Vor allen Dingen, weil die alle beide im Level höher sind als ich. Da ist die zweite. Ich war komplett falsch. Alle 10 Minuten kommen diese roten Pfeile und sagen mir, ich gucke in die falsche Richtung. Wo ist die Kiste? Ich sehe auf Karte nur Kiste und direkt drehe ich um. Die Kisten sind einfach zu wichtig. Dann halt so. Ja, ja, ist ja gut. Hm? Ach so, du hast einen Clip gemacht. Ich wollte nur die Orange. Wo fliege ich hin? Ich muss da rüber. Nein, 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 nein. Ich hätte keine Ausdauer mehr. Mit diesen Ladies lege ich mich nicht an. Die haben mich letztes Mal komplett aus dem Leben gekickt. Komm. Ich wollte eigentlich genau auf der Mauer landen. Nein, 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 nein. Ich habe noch keine Lust zu sterben. Hallo, mein Schatz. Ich habe gehört, wir beide haben ein Date. Ich komme jetzt hoch und hol dich. Ich hole dich ab, keine Sorge. Gleich bist du in Sicherheit, mein Schatz. Ich hab's eingesammelt. Wenn auch unbeabsichtigt.
Ich wollte eigentlich mich festhalten und nicht das einsammeln. Bist du jetzt eine Leader? Nein, der hinter dir ist der Leader. Oh, jetzt ist aber mal gut Spiel. Okay. Mission erfüllt. Nudeln, lecker. Ich dachte, ich hätte es geworfen. Das mit diesen Effekten ist aber auch random. Sag mal, warum will ich den Weg eigentlich laufen? Auf jeden Fall mal eben kurz gucken, ob ich mir jetzt eine Rüstung machen kann. Auch wenn wir falsch sind, eventuell. Ja, wir sind, glaube ich, falsch. Ne, Mika? Ja, ich bin hier falsch. Verdammt. Es war die andere Mika. Die gibt's ja auch nur 5 Millionen Mal. Sie wie Schwester Joy, die klonen sich. 7 brauche ich noch. Das ist ja auch ein Witz. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass auf diesen schwebenden Inseln was drauf ist, aber ganz ehrlich, keine Ahnung, wie man da dran kommt. Ist da eine Moorrübe? Meine erste Karotte? Oh, guck mal, die wabbelt. Ein bisschen. Ich fand's lustig, anfangs hat die gewackelt. Und dann habe ich Spaß mit einer Moorrübe. Nein, nicht das, was ihr denkt. Nicht der perverse Spaß. Der normale Spaß. Nein! Genau das meinte ich nicht. Oh Gott. Jetzt stand er halt wirklich. Shining schüttet seine Moorrübe. Danke, Janik. Danke für das Kommentar. Ich will doch nur hier hoch. Oh, das habe ich offenbar gemacht. Ich habe, glaube ich, gerade die Masken abgegeben. Oh, ich kriege hier Stahlschuhe. So, was wäre das nächste? I'm a Reed Rangers. Das sind die Frauen. Das sind die Mädels, die mich letztes Mal zerlegt haben. Die muss ich jetzt zerlegen. Hoffentlich kann ich die mittlerweile killen. Wie gesagt, letztes Mal haben die mich auseinandergenommen. Da hatte ich keinen Spaß. Das war ein toller Wurf, Shining. Ich schaff das noch. Habe ich super geaimt. Boah. Ja, ich zerlege zur Abwechslung mal. Oder auch nicht. Ich sag doch, die nehmen mich auseinander. Ich hab einen Teller Nudeln. Zwingt mich nicht hineinzusetzen. Bäh.
Könntest du bitte verrecken? Danke. Und immer noch kein Intel. Amarit Ranger, muss ich sagen. Das waren Rivet Rangers. Das ist auch noch Unterschiede zwischen denen gibt. Ja, wieder eine Mori zum Spielen. Ja. Kopfkino wieder gefüttert. Amarit. Ich hab's gesehen. Ich hab das Teil gesehen. Wer von euch sind denn Amarite-Jäger? Bist du ein Amarite? Nee, das ist auch wieder ein, das ist ein Rivo-Ranger. Ich habe halt null Info. Da ist schon wieder ein Schatz für mich. Aber erstmal gucken, bist du Amarite oder bist du wie... Das ist auch eine Rivo. Nur um auf Nummer sicher zu gehen. Wenn ich jetzt von da oben nach runter springe, dann sollte ich eigentlich easy drankommen. Und es ist schön, dass ich solo die wenigstens komplett zerlege. Oh? Ein Buch. Was soll ich damit? Was soll ich mit dem Buch? Ach, das war das Intel. Hab's. Okay, die Frauen sind richtig. Ich konnte den ganzen Text nicht lesen, sorry. Ich muss gerade kurz in den Chat gucken. Bist du Amarite? Ich habe deine Schwester Amarite gerade umgenietet. Möchtest du mir antworten? Hallo? Ich habe sie nicht geschlagen. Aber tot ist sie trotzdem. Danke. Ich soll wieder eine Mohrrübe zum Spielen? Nee. Ich muss gleich mal gucken, wie Scythe funktioniert. Oh, geschafft. Hier waren noch so wunderschön viele Tiers für mich. Ich habe mir diesmal gemerkt, dass es der da ist. Ich dachte kurz, gerade einer verfolgt mich. Wartet, bevor ich weitergehe. Was ist Scythe? Oh, eine andere Technik, die ich ausnutzen kann. Okay, ich will mal Scythe sehen. Ah ne, Death Dentons habe ich, glaube ich, letztes Mal freigeschaltet. Ich müsste mal auch die anderen Klassen hier leveln. Kann man sich heilen und so Tanks Zauber benutzen. Sind auch richtig nützlich. Für die Zeitfähigkeit brauche ich aber einen Gegner. Schnell runter. Bevor ich wieder Fallschaden kriege. Oh! Ich hab dich gesehen. Das nehme ich und das nehme ich, weil das brauche ich nicht mehr. Kann ich diese Silphid-Hörner eigentlich auch zu Dust verarbeiten? Interessiert mich jetzt gerade einfach. Nein, kann ich nicht, aber ich habe hier irgend so ein komisches Buch. Ah, da steht sogar noch mal extra
Only Armor and Weapons. Man muss ja mal testen, ne? Hey, over here. Let's get down to business. Over here, Agent. Ja, bin sofort da. Sounds good. Remain vigilant. Doom hat auch ein Level abbekommen. Ready to work? Woods of Airs. Okay, so zu den Amarite-Woods. Wo sind denn die? Habe ich jetzt ein komplettes Gebiet in einem Stream gerade gemacht? Lol, ist mir gar nicht aufgefallen. Ich wollte mich wieder kratzen. Ach, da habe ich die Tiers. 13 habe ich momentan. Sind die Schuhe besser als meine jetzigen? Ja. Oh, dafür habe ich sogar super Enhancement Zeug bekommen. Schade, dass ich die nicht verbraten kann. Ich würde gern einmal hier erst die Tiers abgeben, damit ich ein bisschen mehr Ausdauer habe. Weil das klingt generell nicht gerade doof, die Idee. Komm, ich hab's durchgeschafft. Ich hab meinen fetten Hintern durchbekommen. So, dann gehen wir mal die Tiers ab, ne? Hallo. Ich hab eine Wave geschafft. Was wollt ihr denn? Ah, da war gerade kurz die Zeit. Oh, nochmal was zum Verschrotten. Okay. 20 brauche ich fürs nächste Upgrade. So, das verschrotten. Und da hinreißen. Will nämlich gucken, ob es eine neue Kochquest gibt. Dann kann ich nämlich was Neues kochen. Und das klingt nie doof. Rabbit Food. Was ist denn da meine Aufgabe? Ein paar Karotten zusammen. Okay, das mache ich offscreen. Da muss ich noch 8 Möhren sammeln und die scheinen sehr rar zu sein. Ja gut, Leute. Ich würde sagen, für einen Abend habe ich dann jetzt genug geleistet. Ich habe in einem Rush genau ein Gebiet fertig gemacht. Hätte ich nicht gedacht, dass ich das so schnell schaffe. Ich bin einfach durchgerusht wie sonst was. Ich werde jetzt hier ausgehen noch die restlichen Kisten vielleicht abgrasen, die noch hier im heutigen Bereich sind. Und leite dann jetzt gleich auch weiter. Aber vorher verabschiede ich natürlich erstmal YouTube. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Wenn ja, ein Abo da lassen bei mir auf YouTube. Akadari Town und Shining auf Twitch ein Follow da lassen. Und man sieht sich beim nächsten Mal.